Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute einmal wieder bei Toni Forelli im Oldenburger Land und ich will heute einmal an Teich 6 angeln. Mittlerweile ist der Sommer da, ich stehe schon so ein bisschen im T-Shirt und es wird langsam warm. Morgens ist es noch relativ kühl und es wird jetzt einmal so ein bisschen schwerer zu fangen, aber man kann auch an diesen warmen Tagen fangen und Teich 4 war zum Beispiel heute vermietet, sonst kann ich euch den auch immer wieder empfehlen. Oder auch zum Beispiel Teich 5 da in der Ecke. Man kann auf Sicht, also heute haben sie wirklich an Teich 4 auch, an Teich 5 auf Spoon gefangen und auf Gummiköder. Aber man muss so manchmal mit ein bisschen Technik angeln. Und wir wollen heute einmal so ein bisschen, einmal an Teich 6 angeln. Ich will mal einmal probieren, entweder Bodentaster auftreiben, Powerbait oder Libralure. Und einmal aktiv Gummiköder und Powerbait. Ich habe so ein bisschen einfach die Vermutung, Powerbait wird fast die beste Montage sein, womit ich am besten auch umgehen kann und was ich euch immer so ein bisschen empfehlen kann. Oder auch mal zu gewisser Zeit auch mal Gummiköder. Einfach Gummiköder, so kleine Gummiköder, 50 mm oder 30, 38 mm. Das sind halt kleine Köder, die Fische immer wieder noch nehmen. Und hier an Teich 6 ist hinten so ein bisschen auch der Wassereinlass. Und da stellen sich natürlich auch einige Fische hin. Wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mich einfach unterstützen wollt, lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da, kommentieren und ein Like. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So Leute, also, Grundroute. Ich fange jetzt mal mit Sorex-Köder an. Einfach, ich will den jetzt gerade mal probieren, hier in Schwarz-Chartreuse. 2,50 Meter Vorfach, aber ich mache nur 30, 40 cm tief, weil man sieht kaum Fischbewegung. Und einfach... Die Fische, dass der Sommer kommt und ich glaube, die Fische sind weiter unten, deswegen stelle ich das mal hier hin und wieder hier Glockensystem läuft. Ja, wir hatten uns einmal in dem Bereich hingesetzt, weil einfach links das Wasser reinfloss und wir hatten einfach hier Fische gesehen, Rückenwind. Und erstmal auf die Grundroute habe ich nur Anfasser bekommen, also ganz kurze. So Leute, ich habe den ersten Fisch an der Kante gefischt, guck mal, siehst du? Alles gut, brauchst du mir einen Köcher. Geh mal her, danke. Siehst du, guck mal, wie lange die gespielt hat. Ja, genau, deswegen fischen wir weiterhin. Auf Pose hatte ich jetzt den ersten Fisch bekommen. Aber aufgrund immer wieder Anfasser, sie zogen mal kurz die Schnur ab, aber haben dann losgelassen. Naja, so ist es halt mal. So Leute, ja, die erste, ja, ein bisschen links in der Ecke da Powerbait schleppen, ein Biss schon gehabt und jetzt eine, ja, mit Powerbait, Schwarz und Applejack. Ja, fruchtige Sorten, man merkt die Fische, das Gewässer wird wärmer und Powerbait funktioniert. So Leute, also Köder war ja Powerbait schwarz, neutral und Applejack und ja, so 30-40 cm tief gestellt und hier so ein bisschen an der Kante geschleppt. Das, der Fisch ist jetzt gerade reingekommen, oder besser gesagt, ist reingekommen und dann sind sie gerade wohl oben, aber Powerbait. Spoonzeit ist so ein bisschen vorbei und ja, jetzt kommt meine Zeit, Powerbait Time. Ja, man merkt, der Sommer ist da und morgens ist es noch relativ kühl, aber sobald die Sonne rauskommt, wird es halt schwer und Spoon hatte ich gleich zu Hause gelassen, da die Fische jetzt einfach etwas langsamer hinterher schwimmen und da ist für mich die beste Option Powerbait oder auch Gummiköder. Aber erstmal weiter gefischt. Da, guck mal, guck mal, das ist, guck mal, mit Powerbait. Ah, hat sie ausgespuckt? Ja, hat sie ausgespuckt. Nee, bist du noch da? Ja, guck mal, hängt Fisch. Das ist Powerbait sozusagen. Das ist halt, weil der Fisch schwimmt hinterher und ich kann ihn ziehen lassen. Guck mal, der beißt. Und dann kann man ihn ziehen lassen. Und der nächste Fisch, und ich hatte jetzt auf Schwarz oder Smoke
und Wassermelone gewechselt. Also heute war wirklich Farben immer so ein bisschen hin und her wechseln. Sie sind mal auf eine Farbe gegangen oder einen Geschmack und dann haben sie den danach wieder ignoriert. Also man musste viel ausprobieren. Ich dachte, ich habe hier mal eine aus der Ecke rausgeholt. Ja, ich habe die angeworfen. Deswegen, ich verstehe ein paar. Manchmal schnappen die zu. Ist eigentlich kein vernünftiges Angeln, aber. So, Leute, haben wir wieder eine gekriegt. Ja, hinten so ein bisschen aus der Ecke. Ist kein richtiges Angeln, aber ja, wollten mal so ein bisschen probieren. Ja, die Sonne kommt raus, die Fische verziehen sich und jetzt bildet sich da hinten nachher so ein bisschen Schatten. Und ja, eine gefangen, jetzt auf Smoke und Chartreuse gewechselt. Und ja, die beißen. Also es ist nicht ganz einfach, es ist Sommer. Powerbait aktiv schleppen ist so ein bisschen der beste Köder. Und man merkte einfach, die Sonne kam raus, der Schatten hat sich so ein bisschen links gebildet und da haben sich die Fische verzogen. Aber sie schwammen immer noch hier im Kreis und genauso die Grundroute wie vorher. Auch kurz zugepackt, weggeschwommen und dann wieder den ausgespuckt. Ja, alles gut, ich hab schon. So, Leute, hab eine gekriegt mit dem Gummiköder. Ja, Mensch, jetzt wird wieder. Keine Angelei, aber geht nicht anders. Ah, guck mal, mein Gummiköder ist weg. Komplett. Anderer Köder, trotzdem Fisch. Ja, hatte in der Ecke so einen kleinen Versuch gestartet mit meinem dicken 70 mm in blau-weiß und hatte auch Fisch bekommen. Aber das ist so eine Angelei, die, ja, die, das ist halt vor den Füßen angeln oder direkt da nur in der Ecke. Das ist nicht ganz gut, deswegen habe ich es nochmal hier probiert. Aber in der Sonne hier, da hat man überhaupt nicht, erstmal nicht mal einen Biss bekommen. Ja. Ja. Ach so, ja, danke dir. Ja, eine da noch mal eben. Ah, siehst du, da waren zwei. Eine angeworfen oder ich habe einfach in der Ecke da reingeworfen. Da war gerade Platz. Und dann. Das ist ein schönerer, das ist sofort. Kämpft sogar gleich besser. So, Leute, ja, noch mal eine schöne und. Ja, leider verzieht sich der Fisch so ein bisschen da rechts in der Ecke rein und manchmal muss man sie so ein bisschen da beangeln. Ist kein richtiges Angeln, aber Schatten bildet sich da, Wasser läuft rein und ja, das wird nochmal einen Wurf da reingemacht. Ich habe eigentlich jetzt die ganze Zeit gerade gefischt, aber reingemacht und dann hat wieder eine zugeschnappt. Also ja, verziehen sich natürlich da frisches Wasser, Sauerstoff und Schatten. Das ist jetzt so gerade im Sommer, aber trotzdem kann man solche schönen Fische hier gerade fangen. Also es wird noch mal ein bisschen andere Seite auch gefangen, aber aktiv eher, Stand läuft gar nicht. Hab dann jetzt auch noch mal auf Gummiköder gewechselt. Ich hatte einfach Piane meine Route gegeben. Ich kann euch nur den Tipp geben, probiert das einmal aus. Ihr müsst eure Routen, euer Material stellt man nachher Zeit um, aber wenn das optimal eingestellt ist, macht das Fischen auch wesentlich mehr Spaß. Und dann habe ich mal einen Biss auf die Grundroute bekommen, stehen geblieben, abgezogen und da war ein Fisch dran. Ach so. Leute, ist der erste Fisch ein Barsch? Ist er aber nicht. So, geht wieder zurück. Ja. Aber dann draußen hat sich gar nichts mehr getan, nur noch hier in der Ecke. Naja, es ist mal an manchen Tagen so. So, Leute, hier wieder aus der Ecke. Fisch. Ja, komisch. Klappt, wa? Siehst du, dann wirfst du jetzt so gerade so wie. Aber die hat zweimal probiert und dann.
Ja, versuch mal ein bisschen weiter nach links so in den Schatten rein. Das ist so. Ich weiß, die sind die, aber die angeln da ja gerade nicht. Und dann schmeißt du so ein bisschen weiter. Ja, ist so. Und da lässt du zum Beispiel stehen. Immer, du musst immer so ein bisschen. Guck mal nicht, was die Fische machen. Einfach guck auf deine Pose. Immer auf deine Pose achten. So, das, was die Fische machen, das ist jetzt erstmal egal. So. Du sollst genau dahin werfen, wo ich dahin zum Beispiel gerade hingeworfen habe. Das ist nämlich der heiße Bereich. Genau. Das ist mit dem Anwerfen. Das ist. Du hast genau die Seite, die du dann benutzt hast. Ja, warte mal, Vorsicht. Alles. Vorsicht, warte mal. Ja, das ist das Schöne. Das ist ein Pupa. Ja, alles gut, warte, ich mach schon selber. Ja, aber danke. Ich glaube, wir machen bei dir gleich mal Powerbait wieder rauf. Aber angel weiter. Du brauchst jetzt, jetzt ist die hier vorne. Jetzt ist die. So, Leute, Gummiköder. Super. Die, das magst du nicht. Das ist richtig sauer. Ja. Oh, die nächste. Na ja, na gehakt, bist du verrückt. Guck mal, im Maul ist irgendwie doch. So, siehst du, warte mal. Ja, einfach ein bisschen. Ja, so, guck mal, die Route macht das meiste alles mit. So, so jetzt weiterkurbeln ein bisschen. Das merkst du, die macht nichts, da kannst du weiterkurbeln. Weiterkurbeln, weiterkurbeln, alles. Die regieren mir so ein bisschen nach rechts. Aber wir gehen hier mal nach links. Komm. So, genau. So, warte. Nicht so weit, stopp. Nicht mehr, nicht mehr. Weil sonst kommt sie gleich nochmal. So, und lass mal ein bisschen Schnur, weil wenn sie gleich nochmal abgeht. Genau, jetzt wirst du sie ein bisschen weiter nach rechts. Guck mal, siehst du, weil wir einfach hier sie besser lanken können. So, nee, nicht mit der Rute runter, Rute hoch. So, und dann machst du sonst ein bisschen Schnur, Flöse. Und jetzt Rute hoch weiter, weiter hoch. Genau, siehst du. So, die nächste. Da siehst du mal, alles alleine gemacht. So, genau, Bügel auf, super. Guck mal an, da ist die große. Ja, ja, jetzt ruhig. So, nimm, ach genau, jetzt nehmen so. Jetzt, da kannst du dir ein bisschen Zeit lassen. Guck mal, die hat ein bisschen mehr Dampf. So, guck mal, ja sauber. Ja, so, ich habe bisher extra ein bisschen aufgemacht, dass wir die auf jeden Fall kriegen. Guck mal, heute fängst du ein bisschen kurbeln jetzt. Kurbeln, kurbel weiter. Ja, sauber. Ja, gut hoch. Gut hoch, genau. Ja, jetzt ein bisschen kurbeln, genau, weiter, weiter. Warte, jetzt kommst du nochmal. Ich lasse einfach. Wenn sie so zieht, dann lässt du mal einfach. Genau, jetzt kannst du weiter kurbeln, weil die macht nicht mehr so viel. So, siehst du, jetzt kurbel sie ran. Aber wenn sie losschießt. Warte mal, stopp. Jetzt kurbel weiter. Genau, jetzt nehmen wir meinen Kescher. So, kurbel mal weiter. Genau, ja. So, jetzt. Ja, warte, jetzt stopp, oder? Ein bisschen mehr hinterher, genau. So, warte, nicht weiter kurbeln. Jetzt lässt du so ein bisschen, siehst du, jetzt wird sie gerade gehen. Jetzt lässt du so ein bisschen gehen. Jetzt holst du so einfach so ein bisschen. Du bist der Dirigent. Also, jetzt hat sie Luft geschnappt. So, jetzt. Jetzt warte, jetzt kurbelst du ein bisschen. Nee, warte, stopp. Jetzt. Ja. Ja. So, jetzt gehst du mal einen Strick nach hinten. Jetzt ziehst du mir. Ja, stopp. Oh, warte, jetzt geht sie nochmal. Jetzt komm mal wieder zu mir hier vorne. Damit du die genau da wegholst. So, ja. So, jetzt haben wir sie. Sauber. Ja, guck mal. Guck dir an. Ja, Lachs, hier. Guck mal, schöner Lachs. Lachsforelle. Ja, ich hatte heute so ein bisschen Guiding bei Bjarne gemacht und schöne Grüße auch an Ingo. Ja, ein bisschen die Sachen umgestellt, so ein bisschen gezeigt und zack hat es dann mit dem Fisch geklappt. Einfach stumpf vors Maul gehalten, Bob, hast du den genommen. Super. Oh, warte, danke. Es war heute definitiv kein einfacher Tag. Wir mussten sehr, sehr viel probieren. Auf Stand ging gar nichts bei uns. Wir hatten da wirklich, ich hatte da nur ein paar Bisse, aber ansonsten gar nichts. Und bei den Ködern musste man wirklich viel probieren. Schwarz, Grün, also Applejack, Peach and Pepper, dann Melone oder auch
Tutti Frutti. Man musste immer so ein bisschen hin und her wechseln und bei Gummiködern weiß-blau oder halt in so einen weißen Pupa oder goldenen Pupa. Das hatten sie attackiert. Aber heute war wirklich kein Köder, wo man sagen konnte, der funktioniert, sondern man musste viel probieren. Ja, jetzt nimmt sie. War das. Hier, Felix, das ist deine Forelle. Wie immer, wenn ihr Interesse an meinem Material habt, schaut mal da einfach in die Videobeschreibung. Und meine Gummiköder, Snaps und Haken, die findet ihr bei eBay Kleinanzeigen, Bock auf Forelle. Und da könnt ihr auch wie die beiden heute hier ein Guiding bei mir buchen. So Leute, ich habe Feierabend. Ja, anstrengender Tag, aber erfolgreich. Wir haben heute einmal 21 Fische zusammen gefangen. Ja, der Bjarne hatte, ich habe den heute so ein bisschen auch wieder gecoacht. Und der hatte 8 Fische gefangen, ich hatte 13 und er hatte eine Lachsforelle gefangen. Also heute war das wirklich so ein bisschen aktiv den Fisch anwerfen und mit Powerbait manchmal vorbeiziehen. Also es wird halt wärmer. Man muss die Fische ein bisschen näher beangeln, aber man kann erfolgreich sein. Die Leute haben auch, Teich 4 war heute vermietet, Teich 5, schöne Grüße gehen an Hilmi, der hat heute da auch zum Beispiel 22 Fische gefangen. Also man kann locker zweistellig fangen und sie beißen auch, nur man muss so ein bisschen effektiv angeln. Man merkt morgens einfach die kälteren Tagesstunden, dabei sind die Fische noch einfach aktiver und jetzt so ab Mittag ziehen sich runter und da funktioniert Powerbait. Also wir haben auf Powerbait Schwarz oder Smoke und dann einmal Applejack, dann Watermelon und was hatten wir noch? Watermelon und Peach and Pepper. Manchmal so gemischt, mal das, immer wieder. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was welche Fische genau gebracht hat. Und halt ein Pupa. Als Gummiköder, da hatte ich auch 4 oder 5 Fische gefangen. Also man kann fangen, die nehmen immer wieder kurz die Köder, teilweise Powerbait auch ausgespuckt, manchmal geschluckt. Und dann muss man auch so ein bisschen Wechsel machen. Und es ist einfach jetzt so Teich 6, so ein bisschen die linke Seite funktioniert ganz gut. Einfach weil da ein bisschen mehr Schatten ist. Und Teich 5, da ich glaube die vordere Ecke, die vorne links, die funktioniert ganz gut. Und an Teich 3 auch zum Beispiel, da teilweise 3, 4 Lachsforellen wurden gefangen. Also man kann Fisch fangen, ist nicht ganz einfach, aber man muss effektiv angeln. Und die Standroute hatte heute nichts gebracht. Wirklich, wir haben nicht einen einzigen Fisch heute auf Stand gefangen, nur aktiv. Also, wenn ihr losgehen wollt, aktiv angeln. Morgenstunden sind am besten und für mich ist halt das Go-To einfach Powerbait. Aber Gummiköder fangen auch. Aber an Teich 5, da wurden meistens Fische auf Spoon gefangen. Kleine Spoons funktioniert auch. Und wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein kostenloses Abo da, kommentieren und ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!